Können Sie tanzen? Diese Frage können 39 Schüler und Schülerinnen der Maximilian-Kolbe-Schule und der Gemeinschaftsgrundschule aus Schermbeck ganz klar mit Ja beantworten. Dabei geht es natürlich um das Tanzprojekt Mad Hot Ballroom, welches bereits seit etlichen Jahren regelmäßig stattfindet. Und tanzen ist wirklich gut, wie uns Trainerin Caroline Zimprich verdeutlichte. Ja, tanzen ist einfach ein unwahrscheinlich schöner Sport. Ich habe die Möglichkeit, mich nach Musik zu bewegen. Das Ganze bei diesem Projekt zum Beispiel auch noch in einem Team. Es fördert unwahrscheinlich viel das Selbstwertgefühl von den Kindern. Es ist einfach eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, dass die Kinder lernen, sich auch anders bewegen zu können. Tanzen macht wirklich viel Spaß, aber nicht nur das, sondern fördert ebenfalls die Bewegung und Koordination. Selbst die kleinen Tänzer und Tänzerinnen waren ehrgeizig und wollten natürlich zum Höhepunkt des Projektes beim Tanzturnier eine besonders gute Figur machen. Insgesamt bereiteten sie sich mit ihrer Trainerin seit den Sommerferien auf das Tanzturnier vor. Der Schwierigkeitsgrad war nicht zu unterschätzen, denn die Kinder mussten nicht einen oder zwei, sondern sogar drei Tänze vor professionellen Bewertungsrichtern und dem Publikum vortragen. Die Bewertungsrichter achteten mit ihren geschulten Augen auf Nuancen. So, der erste Punkt, Takt, Haltung, Fußarbeit, Paarharmonie und Charakter der Tänze. Also es sind mehrere Faktoren, die zusammenspielen müssen. Jetzt führen ja die Kinder drei unterschiedliche Tänze auf. Was sind denn so die Schwierigkeiten bei den einzelnen Tänzen? Beim Standardtanz langsamer Walzer die Haltung, beim Disco Fox die Drehungen und beim Cha-Cha die Paarharmonie. Das sind die drei unterschiedlichen Formationen. Das klingt wirklich nicht einfach. In verschiedenen Runden konnten die Kinder ihr Können unter Beweis stellen. Die Entscheidungen fielen den Bewertungsrichtern wirklich schwer. Sehr eng beieinander sind die Paare. Das Leistungsniveau ist sehr eng. Was man sehr selten hat, aber diesmal wirklich sehr eng. Und alle haben wahnsinnig Spaß daran. Das sieht man einfach. Bevor es in die Endrunde und somit um den Sieg ging, führte die Turniervorbereitungsgruppe noch einen Tanz auf. Dann war es soweit. Die Tanzpaare, die sich in den vorherigen Runden gegen die Konkurrenz durchgesetzt hatten, betraten die Tanzfläche. Von Anspannung war keine Spur zu sehen. Die Tänzer und Tänzerinnen lieferten eine super Leistung ab, auf die man stolz sein konnte. Mit einer offenen Bewertung konnten die Kinder und Zuschauer direkt die Ergebnisse erleben. Wer sollte am Ende seine Gruppe zum Sieg führen? Das waren Phil Springer und Lynn Brilo. Also mir eigentlich ganz gut. Also sozusagen sehr gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so cool ist. Also ich hätte eher gedacht, es wäre so langweilig, so Walzer, Cha-Cha-Cha und so. Aber es hat sehr Spaß gemacht. Was ist denn euer Lieblingstanz von den drei Tänzen? Musst du sie fragen. Also ich fand Cha-Cha-Cha am besten, oder? Ja. Ja. Hättet ihr gedacht, dass ihr heute gewinnt? Nein. Nein, auf jeden Fall nicht. Die insgesamt 19 Tanzpaare waren in Gruppen aufgeteilt, sodass nicht nur Phil und Lynn gewonnen haben, sondern die gesamte zugehörige Gruppe. Das Siegerteam kann drei weitere Monate, natürlich kostenlos, beim Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck weitertanzen. Mit leeren Händen ging natürlich niemand nach Hause, denn die Volksbank Schermbeck sponserte Superpreise für jeden Teilnehmer. Dass die Kinder super tanzen können, hatten sie im Vorfeld bereits gezeigt. Aber wie sah es mit den Eltern aus? Das war nicht schlecht. Vielleicht hat auch diese Ausgabe vom Mad Hot Ballroom bei den Kindern und sogar bei den Eltern das Feuer fürs Tanzen geweckt. Die perfekte Adresse dafür ist natürlich der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck.